Ich komme. Wo ist denn das Telefon? Das ist bestimmt wieder hinter die Kissen beim Sofa gefallen. Ich gehe gleich mal nachschauen. Komisch, hier ist es auch nicht. Vielleicht oben im Schlafzimmer. Ah, da steht es ja. Nicht auflegen, ich komme ja schon. Frieda Mathis, guten Tag. Hallo Frieda, ich bin's Martina. Du, ich wollte mal fragen, ob Sarah und Lena heute bei dir schlafen könnten. Du, kann ich sie auch jetzt schon vorbeibringen? Ach, da freue ich mich aber, dass die Kinder mal bei mir schlafen. Wann seid ihr denn da? In einer halben Stunde circa. Ach ja, das passt. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, tschüss, bis gleich und danke nochmal. Das mit Frieda klappt jetzt. Geht ihr bitte hoch und packt eure Tasche. Oh, das ist cool. Wir haben noch nie bei Tante Frieda geschlafen. Ich freue mich. Das wird ein toller Abend. Das weiß ich jetzt schon. Mama, wir sind fertig. Das ist ja super. Habt ihr auch nichts vergessen? Kuscheltier, Zahnbürste, Schlafanzug? Mama, ich habe alles eingepackt und Teddy habe ich in der Hand. Dann ab, fahren wir los. Mama, wohnt Tante Frieda hier? Laut der Adresse, die sie mir gegeben hat, wohnt sie hier. Boah, hier wohnt sie? Sieht ganz so aus, Lena. Das Haus ist viel größer als unseres. Mama, warum haben wir eigentlich nicht so ein großes Haus wie Frieda? Ah, da sind sie ja schon. Das ging ja schneller als gedacht. Ah, schön, dass sie mich auch mal besuchen kommt. Kommt rein, das ist ja arschkalt draußen. Hallo Frieda, du hast voll das schöne große Haus. Danke dir, Sarah. Hallo Tante Frieda. Hallo Lena. Ach Frieda, ich danke dir. Ich hätte sonst nicht gewusst, mit die Kinder wohin. Das ist doch kein Problem. Ich freue mich, dass die Kinder mal bei mir sind. So, ich mache dann los. Sarah, ich habe dich lieb und benimm dich, hast du gehört? Mach ich doch. Ich hab dich auch lieb, Mama. Bis morgen. Tschüss. Lena, du bist die Große. Pass auf Sarah auf, okay? Ich hab dich lieb. Tschüss, Mami. Hab dich auch lieb. Ich würde sie morgen früh gegen 10 Uhr wieder abholen. Wäre das okay? Mache dir bloß keinen Stress, Martina. Du kommst, wenn du da bist. Okay. Also bis morgen. Tschüss. Hab euch beide lieb. Tschüss. Sarah, Lena, soll ich euch mal das Haus zeigen? Oh ja, bin schon ganz gespannt. Das hier ist das Gästezimmer. Gefällt es euch? Das ist voll schön und voll das große Bett. Du hast ja dieselbe Decke wie Mama und Papa. Schlafen wir hier? Ja, Lena. Oder willst du woanders schlafen? Nein. So, Teddy, du darfst es dir schon mal kuschelig machen. Eure Sachen könnt ihr hier stehen lassen. Zieht doch mal die dicken Jacken aus. Boah, sogar mit Fernseher. Und wenn ihr in den nächsten Raum geht, dann steht ihr im Büro von Dieter. Dein Sofa sieht fast genauso aus wie bei uns zu Hause. Warum sieht bei dir alles so aus wie bei uns? Weil das alles vom gleichen Designer ist, Sarah. Da steht ja schon wieder ein Sofa. Okay, dann schlage ich vor, ich zeige euch mal das Badezimmer. Frieda, darf ich Fernseher schauen? Ich dachte, ich zeige euch erstmal das Haus, Lena, und später darfst du noch etwas fernsehen. Okay. Dann zeige ich euch das Badezimmer. Hehe, das ist ja eine kleine Toilette. Cooles Bad. Wenn ihr möchtet, könnt ihr heute Abend baden. Ja, das wäre toll. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal das Wohnzimmer. Okay. Oh, das ist ja eine süße Miezekatze. Das ist die Katze von Dieter. Sie heißt Kitty. Hallo, süße Miezekatze. Oh, du bist so weich und kuschelig und voll süß. Hallo, Kitty. Frieda, darf ich jetzt Fernseher schauen? Ja, aber nur so lange, bis Dieter kommt, okay? Tante Frieda, kann ich etwas malen? Ja klar kannst du etwas malen, aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Stifte da haben. Ach, bevor ich es vergesse, ich wollte fragen, was ihr heute zum Abendbrot essen wollt. Keine Ahnung. Ah, also magst du heute Abend Hamburger mit Pommes essen? Ja. Oder wollt ihr lieber Pfannkuchen? Nein, okay. Also ich will Schnitzel mit Pommes. Und Lena, du willst Fischstäbchen? Ja. Also gibt es Burger mit Pommes. Was denn jetzt? Geh Fernsehen schauen. Da wird sich Mama aber freuen über das Bild.
Hallo Schatz, ich bin wieder da. Ah, gut, dass du da bist. Du musst leider noch mal los. Ich habe Sache und Lena da. Und könntest du ein paar Burger mit Pommes holen? Na klar, doch, mache ich doch gerne. Normale Hamburger? Mhm. Und ich hätte gern einen Salat. Okay, dann fahre ich noch mal los. Sarah, Lena, wie sieht es aus? Wollt ihr jetzt in die Badewanne? Oh ja, mit ganz viel Schaum. Ja, ganz viel Schaum. Okay, dann 5 Minuten noch. Ah, oh, da ist ja wirklich ganz viel Schaum drin. Der Schaum duftet ganz toll. Da hast du recht, Sarah. Lena, ich wasche dir mal den Rücken. Tante Frieda, können wir noch in der Wanne bleiben? Na klar, ihr seid doch gerade erst rein. Juhu! Schau mal, Lena, ich kann meine Haare schon alleine nass machen, hat Mama mir gezeigt. Haha, das kann ich auch, Sarah. Zeig mal. Ich kann sogar andersrum tauchen. Ah, cool, zeig doch mal. Das war richtig lang, Lena. So lang kann ich meine Luft nicht anhalten. Warte mal, du hast da was. So, jetzt ist weg. Lena, schau mal, Seifenblasen, juhu. Oh, schade, kaputt. So, Kinder, kommt ihr bitte raus. Dieter ist mit dem Essen da. Was jetzt schon, oh nö, Menno. Oh, lecker, ich habe Hunger. Dann du zuerst, dann kann Lena noch ein bisschen planschen. Oh, das sind aber schöne, kuschelige, weiche Handtücher. Gehen wir schnell hoch und ihr zieht euch den Schlafanzug an. Beeilt ihr euch bitte, ich warte unten in der Küche auf euch. Okay, machen wir. Ich hab jetzt auch richtig Hunger. Ich auch, Lena, mir knurrt schon der Bauch. Komm, lass uns schnell runtergehen. Hallo, Hallo Dieter. Onkel Dieter. Schönen guten Abend, ihr beiden. Und habt ihr großen Hunger? Ja. Ich habe euch Pommes und Burger mitgebracht. Das mögt ihr doch, oder? Lecker, oh ja, Pommes, ich liebe Pommes und Burger. Na dann lasst es euch mal schmecken. Lena, du kannst von mir noch ein paar Pommes haben. Ich schaff die nicht mehr. Boah, ich bin pappensatt. Ich bekomme nichts mehr runter. Tante Frieda, wir sind fertig mit Essen, wir können nicht mehr. Das ist schon okay. Habt ihr Lust auf eine Runde Uno? Uno, das ist mein Lieblingsspiel. Da kann niemand Lena schlagen, die gewinnt immer. So, so, das wollen wir doch mal sehen. Da hat sie noch nicht gegen mich gespielt. Dieter, kannst du überhaupt Uno? Ja, natürlich kann ich Uno. Okay, fangen wir an. Richtungswechsel, Tante Frieda, du bist dran. Was lege ich denn am besten? Ah, ich könnte ja diese hier legen. Dieter, du musst 4 ziehen. Hä, Dieter muss 4 ziehen. Ah, so ein Mist, das ist voll unfair. Juhu, ich hab gewonnen, ich hab wirklich gewonnen. Lena, ich hab gewonnen, das erste Mal gegen dich. Bei Uno habe ich noch nie verloren. Doch, Lena, jetzt gerade. Na, Sarah, wir wollen uns doch nicht zanken. Wollt ihr noch eine Runde spielen? Ja, natürlich spielen wir noch eine Runde, Dieter. Ja, auf jeden Fall. Okay, der Gewinner muss geben. Das bist dann du, Sarah. Ja, aber ich kann gar nicht mischen. Das mache ich für dich, okay? Okay. Frieda, Dieter kann ja überhaupt gar kein Uno spielen. Ich weiß, Sarah. Aber jetzt schnell ins Bett mit euch. Ich wünsche euch eine gute Nacht und schlaft schön. Gute Nacht, Frieda. Gute Nacht, Frieda. Ich habe 4-mal hintereinander gewonnen bei Uno. Einmal habe ich auch gewonnen, aber nicht 4-mal wie du. Ich bin halt die Uno-Königin. Das stimmt, Lena, du bist unschlagbar. Aber jetzt bin ich müde. Schlaf gut, Lena, und träum was Schönes. Gute Nacht. Du auch, Sarah, Nacht. Schlaf gut, Teddy. Heute grüße ich ganz lieb Christiane Altmix-Kesselburg, Lina und Mama und Maja Brettschneider, dir alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Mia Escher, Miss Lotti, Doug Bull, dir ebenfalls alles Gute nachträglich zum Geburtstag und zum Schluss noch Bibi Beauty Palace. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.